sie mich in einem Gym angemeldet. Guten Morgen, meine Lieben, und willkommen zu diesem Vlog. Heute nehme ich euch mit bei meiner Morgenroutine. Es ist jetzt 6.56 Uhr. Ich habe angefangen, meinen Wecker 10 Minuten früher zu stellen, weil ich 10 Minuten länger brauche in meiner Morgenroutine. Also ich habe gemerkt, wenn ich erstmal mir einen Tee mache und so weiter und so fort, dann geht einfach das zeitlich alles nicht auf. Deswegen stehe ich jetzt 10 Minuten früher auf, damit ich ab 7 meine Morgenroutine starten kann. Heute ist Donnerstag, ich mache heute Homeoffice und das heißt, heute ist ein ganz normaler Morgen. Und ich starte halt immer erstmal, indem ich meinen Tee mache. Und jetzt geht's ans Bullet Journaling. Ich glaube, mein Highlight of the Day von gestern war der Burger, den wir gegessen haben. Wir haben nämlich Burger bestellt und der war so gut. Und kennt ihr das? Also bei so Burger, ich erwarte dann immer, dass ich dann Bauchschmerzen bekomme. Aber mein Magen hat sich danach so wohlig angefühlt und alles war einfach toll. Es war einfach lecker und gut. Das war mein Highlight of the Day. Und jetzt, nachdem ich mein Bullet Journal gemacht habe, hole ich auch noch mein normales Journal raus und schreib einfach meine Gedanken nieder. Das tut mir tatsächlich jeden Tag richtig gut. Ich versuche. Und hier liegt die Betonung auf Versuche, auch zur Zeit morgens immer zu meditieren. Im Winter fällt mir das enorm schwer. Es ist kalt. Ich will unter der Decke sein. Ich weiß nicht, ich kann mich einfach nicht so konzentrieren. Es ist dunkel. Aber I will do it anyway. Und auch hier, Leute, ich habe schon tausendmal von dieser App erzählt, aber Endel ist so toll. Und auch hier nutze ich gerne Endel, um den Meditationsmodus zu nutzen. Also, Timer auf 10 Minuten. Let's go! Okay, das ist der Moment, wo ich ins Badezimmer gehe. Ich werde mich erst abduschen und dann anziehen. Ich habe mir extra beim DM vorgestern so ein neues Haarband gekauft, weil ich mir dachte, ich will süß aussehen und ich habe es einfach direkt zerrissen. Kauft euch das nicht, Leute. 4 Euro. Und es war so eng. Ich habe es ja nicht mal über meinen Kopf bekommen. Ich wollte es einfach nur über meinen Kopf bekommen. Kaputt. Gut, dann muss ich halt wieder meine Ogre-Ohren aufsetzen. Und jetzt geht es erstmal unter die Dusche. Okay, ich bin angezogen. Ich habe mich eingecremt, ich habe Deo drauf gemacht und jetzt geht's an meine Skincare. Jetzt bin ich ready, mich zu schminken. Ich versuche es mir hier immer ein bisschen cozy zu machen mit Kerze und so. Und das halt zu romantisieren, mich fertig zu machen. Ich gucke neben meine Serie. Ich wollte gerade Modern Family schauen. Keine Ahnung, wo es das gibt. Auf jeden Fall nicht auf Prime und Netflix. Ich liebe es ja wirklich, ne? Ich liebe es ja wie die Streaming-Dienste. Dass man einfach 50.000 braucht heute, finde ich super. Naja, auf jeden Fall ist mein Gesicht jetzt ready, geschminkt zu werden. Let's go. Thank you.
meine Lieben, ich bin fertig mit meinem Make-up, aber bevor ich mich jetzt an meine Haare mache, muss ich frühstücken. Ich habe Todeshunger. Deswegen, let's go in the kitchen. Ich hasse den Prozess von Haare glätten, aber ich liebe es, wenn meine Haare geglättet sind. Deswegen muss ich durch diese 15 Minuten Tortur halt eben durch. Leute, übrigens wird sich meine Morgenroutine demnächst nochmal ein bisschen ändern. Ich habe mich nämlich in einem Gym angemeldet und ich werde versuchen, morgens zu gehen und dementsprechend natürlich auch eine Stunde früher aufzustehen. Es wird auf jeden Fall eine Challenge. Es war einfach für mich nicht mehr, keine Ahnung, ich habe mich so unsportlich gefühlt. Also ich fühle mich immer noch unsportlich, obwohl ich ja zum Pole gehe und so, aber es reicht halt einfach nicht. Vor allem, weil es kein Ausdauersport ist. Und ich möchte halt dementsprechend aufs Laufband Ausdauer trainieren halt im Gym. Und to be honest natürlich auch Arsch. Weil ich möchte auch ein Juicy Ass haben und das ist so das Einzige, was ich das Gefühl habe, was beim Pole einfach so ein bisschen zu kurz kommt. Also, aber ich freue mich so. Also ich wirklich bin so hyped. Ist auch ein schönes Gym, was ich ausgesucht habe. Ich habe nur Angst davor, so früh aufzustehen und dann abends so früh schlafen gehen zu müssen und so. Aber ich glaube, dann werde ich mich ja eh fitter fühlen. Und dann brauche ich auch gar nicht mehr so viel Schlaf oder so. Ich bin fertig und jetzt kommt schon zum besten Teil des Morgens und zwar arbeiten. Woohoo! Zum Arbeiten setze ich mich meistens erstmal an meinen Schreibtisch und ja, schaue mir so an, was ansteht heute. Arbeite halt. Und das mache ich jetzt auch. Okay, ich bin heute komplett in Arbeit versunken. Ich hatte auch schon wieder fast einen dreistündigen Workshop heute. Deswegen melde ich mich jetzt erst wieder. Aber ich danke euch sehr fürs Zusehen, wie immer. Kommentiert gerne mal, was bei eurer Morgenroutine niemals fehlen darf. Bei mir ist es, glaube ich, definitiv mein Bullet Journal und mein Journal und generell diese Zeit für mich morgens zu haben. Ich liebe das. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr Content von mir sehen wollt. Und wir sehen uns im nächsten Video, meine Lieben. Bye, 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 bye.